Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zu Beginn einmal feststellen, dass jedes Gewaltdelikt, jeder Angriff auf eine Person völlig inakzeptabel und zu verurteilen ist. Und bei den Angriffen auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, auf Rettungskräfte, auf Feuerwehrleute, da werden ausgerechnet diejenigen angegriffen, die sich für unser Gemeinwohl einsetzen. Und das ist genau das, was uns ja auch alle so entsetzt, dass ausgerechnet diejenigen, die für unsere Sicherheit sorgen, die retten, die löschen, dass gerade die Personen angegriffen werden. Und ich glaube, dass da machen wir auch alle ein großes Fragezeichen daran, warum ausgerechnet diese Personengruppe zu Opfern werden und auch zu Opfer von Angriffen werden. Und ich glaube, dass es gerade deshalb so wichtig ist, dass wir uns als Parlament immer wieder mit diesem Phänomen auch auseinandersetzen. Und das tun wir auch. Und dass wir gemeinsam unseren Einsatzkräften unsere Unterstützung, unsere Solidarität ausdrücken und dass wir auch die Anerkennung für ihre wichtige Arbeit zeigen. Und ich will noch mal sagen, wir haben ja gerade, um dieses Phänomen zu erforschen, auch in der rot-grünen Regierungszeit schon eine Studie in Auftrag gegeben, Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, woraus ja sehr konkrete Maßnahmen dann auch entstanden sind. Und es gibt jetzt eine neue Studie von der Ruhr-Universität Bochum zum Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte der Feuerwehren und Rettungsdienste in Nordrhein-Westfalen. Auch diese Studie ist ein weiterer wichtiger und guter Baustein zur Untersuchung dieses Phänomens und um dieses Phänomen eben auch zu verstehen. Und die Landesregierung, Herr Reul, hat ja im Innenausschuss angekündigt, dass man jetzt weitere Konsequenzen erarbeiten und diskutieren will. Genau das passiert jetzt, um eben für einen bestmöglichen Schutz von Einsatzkräften, von Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehren zu suchen und diese zu schützen. Und genau diese Diskussion und diese Konsequenzen, die werden wir diskutieren. Ich freue mich darauf, auch als Mitglied der Grünen-Fraktion diese Diskussion zu führen. Denn ich denke, es eint uns, dass wir Bausteine brauchen, wie zum Beispiel gute Ausbildung, gute Fortbildung, dass wir darüber diskutieren müssen, was ist eine notwendige, eine sinnvolle Ausrüstung. Und ja, ich weiß, darüber werden wir auch sicherlich kontrovers diskutieren, aber es ist eine Diskussion, die wir führen müssen. Und wir brauchen natürlich die Diskussion darüber, welche Angebote es braucht und dass es gute Angebote braucht für die Nachsorge nach solchen gewalttätigen Angriffen, also dass wir uns eben um die Menschen auch kümmern müssen, die Opfer von solchen Angriffen geworden sind. Aber ich möchte auch sagen, Herr Golland, weil mich ehrlich gesagt Ihr Redebeitrag hier schon auch noch mal sehr erschrocken hat, weil ich finde, dass wir über ein wichtiges Thema hier diskutieren. Und ich finde, dass es das Thema gebietet, dass wir diese Diskussion sachlich führen, dass wir sie differenziert führen, ohne Unterstellung. Und Sie haben hier wirklich unhaltbare Vorwürfe gemacht, die ich hier zurückweisen möchte. Und ich halte es nicht für angemessen, so eine Diskussion, die so wichtig ist, in so einer Art und Weise, wie Sie es hier gerade getan haben, das so zu machen, das finde ich wirklich falsch. Das möchte ich hier auch noch mal ganz deutlich sagen. Nun aber zum Antrag der AfD. Dieser Antrag, und das ist ja nicht ungewöhnlich leider, arbeitet mal wieder mit Unterstellungen und mit Behauptungen. Und Sie unterstellen hier beispielsweise, dass aufgrund, Zitat, politisch korrekter Gründe, Zitat Ende, eine Nicht-Thematisierung des Migrationshintergrundes von Tätern vorgenommen würde. Und das ist schlichtweg falsch. Ja? Dann gucken Sie sich die Studie an. Das stimmt nicht. Es wird thematisiert, es wird abgefragt in der Studie. Und es findet hier auch keine Ausblendung statt, die Sie hier vorwerfen. Es ist schlichtweg eine Unterstellung. Die Studie sagt aber auch, dass die befragten Einsatzkräfte allein aufgrund von äußerlichen Merkmalen eine Aussage treffen sollten zu einem möglichen Migrationshintergrund. Und gerade deshalb, und jetzt ein Zitat aus der Studie, sagt die Studie auch, Zitat, Aussagen zur tatsächlichen Betroffenheit durch Täter mit Migrationshintergrund sind nicht möglich. Das heißt, der Aussagegehalt dieser Zahlen, die Sie ja als Grundlage für Ihren Antrag nehmen, sind der Aussagegehalt ist schlichtweg sehr gering. Und es ist vielmehr so, und auch das sagt die Studie, dass andere Merkmale der Täterinnen und Täter, also wie zum Beispiel des Alters, des Geschlechts oder auch des Drogen- und Alkoholkonsums, einen deutlich höheren Einfluss darauf haben, ob diese Personen gewalttätig, gewaltbereit waren oder nicht. Und ich finde es ehrlich gesagt wirklich bemerkenswert und eigentlich auch ziemlich erschreckend und besorgniserregend, dass die AfD ausgerechnet so ein wichtiges Thema zum Anlass nimmt, um dieses Thema für ihre Zwecke
zu instrumentalisieren. Und ich glaube, man kann hier schon sehr deutlich sagen, dass die das auf dem Rücken der Einsatzkräfte, die jeden Tag für uns im Einsatz sind und ihren Dienst am Gemeinwohl tun, dass sie auf dem Rücken der Einsatzkräfte versuchen, dieses Thema zu instrumentalisieren. Und ich bin mir ganz sicher, dass diese Einsatzkräfte von Ihnen ganz sicherlich nicht vor ihren Karren gespannt werden wollen. Herzlichen Dank.